schenke ich dir. Schenke ich dir. Ach, da klebt ja. Jetzt sehe ich ihn erst, den sieht man ja nur so halb. Ja, die Stulpen? Wahrscheinlich ja. Oh nein, diesmal zwei Titanitbrocken. Okay. Oh, jetzt kommt der Piss hier wieder. Der ist nervig. Der ist aber auch nur nervig durch diesen Mittelgang. Der eine Typ, der den die ganze Zeit zaubert. Genau. Du. Ruhig bleiben. Ah, der droppt aber nicht seine Rüstung, ne? Der ist ein bisschen geizig. Mir nichts, ne? So, ja. Homing, Homing, ja, leck mich. Scheiß Homing-Angriffe, ey. Ich meine, wenn sie schwingen, ist das ja eine Sache, ne? So Horizontalschwung, ist das ja eine Sache. Aber diese Homing-Angriffe, kein Fan von, wirklich nicht. Wenn sie schon so einen starken Angriff machen, dann sollen sie auch dafür gepunished werden, wenn sie einen Scheiße machen. Ist ja bei uns genauso. Wenn wir einen Angriff Scheiße machen, werden wir auch gepunished dafür. Wo sind jetzt Speed jetzt hin? Hier waren noch zwei. Das ist ein dritter. Zwei gehen nach oben. Wo ist der zweite? Hey? Vorsicht vor Wut. Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. As I thought, such memories were lost by thy kind long ago, and so it is ye who yearn for darkness. Give thy memory a nudge, and name thee thy God. As I thought, such memories were lost by thy kind long ago, and so it is ye. Muss ich Gewinn sagen heute? Da kennt sich aber auch jemand aus, wa? Ah,
Was mit dem Typen jetzt da unten? Kommt er nochmal hoch? Falls ja, dann warte ich nochmal kurz. Aber ich möchte nämlich nicht mit dem Dicken kämpfen und dann, dass der da nochmal hochkommt. Nicht, dass ich gegen den auch noch kämpfen muss dann gleichzeitig. Das geht ja dann mal gar nicht. Damit der gefuchst hat. Wenn mich wer geschubst hat. Welcher ist denn das? Ist das jetzt der hier lang kommt? Aber kann ich den Arsch auf mich draufsetzen oder was? Bin's wohl. So, erstmal gehst du weg. Du nervst ja richtig. Mir zu spät. Rüstung von Haralds Legion. Cool. Kann sogar jetzt die Rüstung von denen anziehen? Wie sieht die denn aus? What the heck, man? Ist ja so fett wie die Zwiebelrüstung, ey. Schwer sind denn die? 17-1? 17-2? Okay. Haben aber gute Verteidigung, ey. Und jetzt zu meiner, ey? Sie sich gerade so an, als wenn er auf mich losrennen wollte. Was machen wir jetzt mit der alten? Wollen wir Gwyn antworten? Aber eigentlich kennen wir doch Gwyn noch gar nicht. Oder? Vielleicht kriegen wir ja noch mehrere Antworten, wenn wir andere sehen oder hören. Ich tippe doch mal jetzt noch nichts an. Titanitbrocken. Aber halt auch mit der Brocken, ne? Okay. Und wie schaut's aus? Ich sehe jetzt noch kein Bonfire. Blitzender Edelstein.
Auf jeden Fall höre ich ein Lizard, höre ich. War an sich ziemlich gut, aber man denke ich gar keine Zeit, das zu lesen, weil es so weit vor. Oh nee, komm, das Item lassen wir mal. Oh, mal gucken, wie weit die laufen. Würde mich mal interessieren. Wie weit die laufen. Okay, der eine bleibt unten. Dann kann ich den anderen ja töten, oder? Okay, der hat mich getroffen. So ein Loch im Bauch. Der jetzt erst. Schon gewundert, warum wir auch so ein Loch in der Rüstung drin haben. Weil die halt so aussieht. Deswegen. Hätte ich gedacht, dass da eine unsichtbare Wand ist. Aber nee. Wir sind ja wirklich immer unerwartet. Nur da, wo man sie nicht erwartet. Okay. Komm ich an dem vorbeigelaufen? Vermutlich nicht, ne? Ne. Der hat mich schon gesehen. So nicht, mein Freund, so nicht. Der hat ein Feuerschild. Hast du das gesehen? Der hat ein Feuerschild gehabt, ey. Der mit der Flamme schießen konnte. What the heck? Gerade echt für eine Sekunde gedacht, der droppt das jetzt, dass es so ein spezieller Gegner ist oder so. Der mir das dann droppt, aber. Nee. Falsch gedacht. Was? Finstergeist von Sucher, der Ausgestoßenen ist eingefallen. Oh, ein NPC. Irgendwo kommt ein NPC. Ist der hier oben oder was? Was hat der denn da? Was ist das? Eine Armbrust. Ein Krummschwert und eine Armbrust. Ja, nice. Ja, mach doch noch mehr Schaden, Alter. Mach doch noch mehr Schaden. What the fuck, ey? Alter, ich drück nach unten und er rollt nach vorne. Geil. Ist ja wieder fantastisch, ey. What the fuck?
Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Wolfsring plus 3. Das sind der Wolfsring plus 3. Ring der Gunst 3. Wolfsring plus 3 erhöht Balance. Um 8%. Und Belastung. Verringert Belastung. Weil der Ring so schwer ist, oder was? Aha, okay. Du bist so tot. Nein, ich doch nicht. Ich doch nicht. Stimmt. Schwarzhexenhut, Schwarzhexengewand, Schwarzhexenarm, Wickel und Schwarzhexenhose. Bestimmt was für Magier oder sowas. Der purpurfarbene Hut der Hexe Zully, die versuchte, Alva, den Wanderer, zu verführen, aber am Ende seine größte Unterstützerin wurde und ihr ganzes Leben mit ihm verbrachte. Zullys spitzer Hut ist ein Symbol für ketzerische Magiekünste, den sie ohne große Worte, aber voller Stolz trug. Na, zeig ich mal her, das Ding. Sieht am Mann bestimmt am besten aus. So, jetzt stell dir vor, noch ein bisschen Finimine. Ach, guck mal hinten. Alter, hinten ist ja komplett offen, wa? Kannst du ja mal den Rücken sehen dann. Ein schöner Rücken kann nur entzücken, wa? Na gut. Haben wir die Ecke auch schon mal? Hier ist die Blüte. Ich dachte, da wäre ein Item oben, aber okay. Nee. Gut, haben wir die Ecke auch schon mal. Dann brauchen wir hier auch nicht mehr hingehen. Das ist schön. Ich hätte es trotzdem gerne langsam einen Bonfire. Oh, gerade sagen, was blüht denn hier so rum? Der Typ, den ich gekillt habe. Der Typ. Gut. Da drüben ist noch was. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Da ist irgendwas auch gestapelt. Ganz viele Köpfe. Soll es ein Monument sein? Alter. So, ich würde sagen, die alte können wir noch nicht machen. Da fehlt uns bestimmt die richtige Antwort. Also ich weiß es nicht, aber ich nehme es mal an. Da oben ist er, der Crystal Lizard. Den habe ich gehört. Da hört man immer so eine Art Glänzen, wenn man das so sagen kann. Siehst du das da hinten? Da kommen diese komischen Fliegen. Oder was das sein soll.
Okay, also dadurch, dass meine Waffe so gut staggert, haben die eigentlich gar keine Chance, ne? Why are you bullying me? Because I can. Stagger. Ach, weil ich den auf den Bauch treffe, oder was? Alter, warum sind die so riesig? Oder bin ich einfach nur klein? Hä? Alter, ist schon wieder so ein Zauberer, kann das sein? Der zaubert mich doch schon wieder weg, ey. Geil, kein Bock drauf. Ist das Ding giftig? Ne, ist normales Wasser, okay. Also, wenn man vom normalen Wasser natürlich sprechen kann, ne? Wollte gerade sagen, sieht so einladend aus. Alter, was ist das denn? Mit dem nicht in Ordnung. Das macht er hier auch schon in auf Kung Lao oder was? So eine Art Mönch, ne? So ein Mönch, ja, Kleriker halt, ne? Wahrscheinlich. Geh kaputt. Geh kaputt. Gib mir dein Item. Und bleib kaputt. Blutfleck. Den sieht man ja nicht mal. Oh, wir sind schneller. One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Fear not the dark, my friend. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. 'Twas a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Du noch mehr kommt. One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the and let. One poor girl, 'twas a fear and let. Meistens höre ich auch ja nicht hin. Also dem renne ich jetzt nicht hinterher, ne? Das will ich schon mal sagen. Später vielleicht, irgendwann mal, aber nicht jetzt. Point of no return, ja, ne? Run. Ja, ich hätte es wahrscheinlich kriegen können, aber mich wundert es eher, dass der nicht so viel falsch angekriegt hat, dass er gestorben ist. Aber naja, gut. Oh, der hat schon wieder so ein Schild, ne? Der hat wieder so ein Feuerschild. Ja.
Ich sehe aber auch kein Bonfire irgendwo, ne? Vielleicht ist da hinten eins drinne. Da oben. Wo der Eingang ist. Ach, das seht ihr gar nicht. Da jetzt rechts von der Keule ist dieser Eingang. Da drüben meine ich natürlich. Wer ist denn da oben? Ach, guck mal hier, da. Das ist der Start. Da haben wir angefangen. Okay, krass. Wie sehr man manchmal was wiedererkennt, dann weißt du, und dann so, okay. Den irgendwie runterlocken können? Nee, wa? Vermute man nicht. Ja, Leute, die haben mich schon gesehen. Also. Jetzt bringt doch noch ein Bruder mit, oder? Okay, der ist schon mal unten. Leute, macht da nicht immer so viel Damage, ey. Fuck, sind ja mal beide runtergefallen. Shit. Dann warten die dann natürlich unten. Aber ich check erstmal hier oben ab, Leute. Erstmal hier oben abchecken. Okay, hier ist irgendwas. Was mit Fluch? Okay. Ach, das ist nicht der, der da unten festhing? Da ist ja noch einer mit Fluch. Oh, fuck, ey. Was ist denn, wenn ich jetzt hier lang gehe, kriege ich Fluch? Weil der da in der Nähe ist? Oh, anscheinend nicht. Aber hier ist auch nichts, ne? Was mit euch da unten? Ihr chillt noch eine Runde? Sehr gut. Wenn ich wüsste, dass die gegen Feuer anfällig sind, ne, würde ich ja so 20 Brandbomben raufhauen und dann vielleicht mit einem Attack runtergehen oder sowas. Ich nix Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei Skolina würde ich jetzt versuchen, die mit Pfeil und Bogen zu töten, weil die hatten Pfeil und Bogen. Plus 6. Wo ist denn der andere Typ hin? Ist der runtergefallen? Tatsächlich. Shit. Wo ist eigentlich egal, oder? Wenn der unten ist, können wir ruhig unten bleiben. Sieht so einladend aus. Überall gucken, ey. Kann irgendjemand irgendwo rumkleben, ey. Okay, also hier geht's runter, aber hier geht's auch rein. Mal gucken. Ist jetzt aber hier kein Bonfeuer, was mich schon mal ein bisschen ankotzt. Stattdessen kriegen wir was? Ein goldener Schlangenring plus 3. Hm. Der war doch für die Seelen, ne? Bringt. Hinterlassen eher. Oh, eher Gegenstände. Dieser Goldring beschreibt eine Schlange, die ihre Verwandlung zum Drachen nie erreichte. Gefallene Gegner hinterlassen eher Gegenstände. Solange. Ne, Schlangen sind als
gierige Kreaturen bekannt, die sogar Beute größer als sie selbst verschlingen, mit Haut und Haaren. Wer sich durch Mäßigung behindert fühlt, sollte vielleicht der alten Gier frönen. Probieren wir mal aus, wa? Den Blutring. Also da unten ist noch ein Weg. Können wir wissen, wo der andere Hampel jetzt hin ist. Oh, guck mal, der Crystal ist auch noch da. Der ist ja noch nicht weg. Gott sei Dank, ich höre ihn doch. Versuche ich gierig zu sein. Hallo? Hallo? Mal das nicht macht. Ich habe echt gedacht, der Lizard wäre schon weg, ne? Der hat sich schon verkrümelt, aber... Nee, hat er nicht. Brauche echt mehr Pfeile. Das ist ja nicht geil, was hier los ist, ey. Das ist echt nicht geil. Was ist jetzt der andere? Wird jetzt der andere ja, ne? Schon wieder nur Stulpen. Aber immerhin habe ich nochmal ein Fläschchen gekriegt. Dankeschön. Ja, so. Nice! Cooles Feuerschwert! Richtig cool! Gefällt mir! Krieg ich das auch? Kann ich denn auch so rumspacken, so wie du? Weißt du, was mir am meisten ankotzt? Dass wir nicht ein Bonfire gekriegt haben, ey. Wer weiß, wo das steckt, ey. Wer weiß, wo das steckt. Bloß nicht ungeduldig werden jetzt, ey. Der größte Fehler, den man machen kann. Nicht ungeduldig werden. So kurz triggern. Okay, wenn ich den so machen muss, dann lieber nur drei Schläge. Ich habe gedacht, vier reichen. Aber ich glaube, besser wäre dann drei und dann erstmal wegrollen. Ach, das ist denn dieser Zusatzloot jetzt, oder was?
Dass sie jetzt ihre Kack fallen lassen halt. Tatsache. Cool. Stirbst du mal bitte? Und gib mir deinen Zusatzloot. Das Anvisieren funktioniert aber auch nicht immer, ey. Kommt der denn jetzt her? Wo kommst du jetzt her? Yes, Ringritter Gamaschen. Cool, jetzt brauche ich nur noch mehr Belastbarkeit. Sieht bestimmt cool aus, die Rüstung. Oh, was Neues. Ich bin weg. Kommen jetzt beide? Natürlich kommen beide. Natürlich kommen beide. Also in die Pussy-Ecke. Jetzt mal klar Schiff machen. What? Ah, okay. Gut zu wissen, dass er mich hier durch die Wand treffen könnte, wenn er es denn wollen würde. Gut zu wissen, ja. Okay. So, wo geht der hin? Ach, der springt denn da runter, oder was? Stulpen, nice. Jetzt haben wir auch die Stulpen gekriegt von denen. Ja, ja, ja. Jetzt ein bisschen Sand aufwirbeln oder was auch immer. Weiß ich, dass ich dann noch einen vierten Schlag brauche. Zwei Brocken. Da oben habe ich das platt gemacht. Okay. Kommen wir wenigstens nicht runtergesprungen oder so. So wie die hier. Okay. Ich glaube, das Gefährlichste sind wirklich nur die Ritter, ne?
kann man einigermaßen einen Zaun halten, zumindest mit der Waffe. Weiß ja nicht, wie das ist, wenn du Magier bist oder sowas. Oder wenn du einen Dex-Charakter hast. Wie du auch so gut kontrollieren kannst. Reicht. Trink was, genau, sehr schön. Wenn wir einen kriegen, ist es ja okay, aber nicht zwei. Der eine ist voller Öl. Ich muss ja echt den Bauch treffen, ne? Wenn ich den Bauch nicht treffe, dann ist er nicht gestaggert. Ah, hier kann man wenigstens ein bisschen farmen, ne? Nicht, dass irgendwas bringt, aber... Ja, im Prinzip wird mir erstmal nur eine Seite noch übrig, ne? Ne, zwei Wege haben wir, glaube ich, noch. Also der hier, ne, über die Brücke. Da müssen wir noch rüber. Und der hier noch. Wo der Goebbels da oben klebt. Aber ich mache jetzt mal den hier. Und dann haben wir ja noch das ganze Wasser. Haben wir ja auch noch. Habe ich erst gedacht, ne? Weil überall Spinnen geklebt haben, aber da war gar nichts. Gerade wie ich das mache jetzt hier. Ich will den Goebbels, aber. Alter, ich bin gerade. Ich hab da raufgedrückt. Du Arsch. Man muss hier wirklich preemptive drücken, ne? Was. Irgendwie hatte ich gesagt, nicht so cool finde, dass man immer eine Sekunde früher drücken muss, bevor die Aktion überhaupt kommt. Bin ich kein Fan von. Kein Fan. Also da drüben brauche ich eigentlich nicht hingehen. Da kriegen wir vielleicht noch mehr Ringritter-Rüstungszeug. Ach guck mal, da kommt er ja doch wieder zurück. Kommt man da wieder so runtergesprungen. Ah ja. Tja, vielleicht probieren wir doch mal die Seite aus, oder? Nein, wir gehen dann sowieso noch rüber. Dann kann ich ja die hier erstmal ausprobieren. Vielleicht ist ja da oben sogar ein Bonfire.
Unter der Brücke. Ja. Oder nur der Fenstergeist. Scheiße. Jetzt müssen wir hier rüber. Jetzt mal sehen, ne? Und weißt du was? Alles nochmal. Ganzen Scheißweg, alles nochmal. Nicht unvorsichtig werden. Nicht unvorsichtig werden. Bleib konzentriert. Konzentration. So, da warte ich jetzt aber kurz, ne, bis er weg ist. Was ich natürlich auch machen könnte, bei den Rinnen locken, ne? Hat ja auch mal ganz gut funktioniert. So, triggern. Und wegräumen. Schöner Schwinger. Trinken. Wegrollen. Abvisieren. Wegrennen. Trinken. Hallo, Kamera. Wer mich vergessen hat. Jetzt droppen sie gar nichts mehr hier, oder was? Haben sie alle die Jauche-Küchelein schon weggeschmissen, oder was? Gesegneter Edelstein. Aha. Gesegneter Edelstein. Interessant. Gerade selber Schaden gemacht? Nee, ja. What? Funkeltitanit? What? Also ich möchte nicht wissen, was die Startgegner alle droppen, ne? Wenn du mit dem Ring da die Mammoths killst und so. Aber Funkeltitanit? What? Alter Schwede. Was ist denn da los, ey? Das ist ja mal cool.
Haben wir den schon mal bekommen? Ah ja. Spezielle gesehen, diese Waffen stellen langsam TP wieder her und verursachen bei wiedergeborenen Gegnern schweren Schaden. Was? Okay. Meint ihr damit jetzt hier Blutungsschaden? Nee, ist aber was anderes wieder. Macht. Die meinen bestimmt Magie. Schön. Also wieder nichts für mich. Toll, 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 ey. Kleiner Motherfucker! Gott sei Dank sind die zu fett hier, ey. Gott sei Dank sind sie zu fett, ey. Immerhin so ein kleines Erholungsort hast du hier, ey. Ja, schön. Jetzt bin ich aber wieder dran, ne? Nee, das war scheiße. Und nochmal. So, jetzt drop mal deine Gamaschen. Die sehen anders aus. Gamaschen oder Kopf? Können Sie da aussuchen? Nichts. Nee. Nichts von beiden. Kriegst du nicht. Hat hier so ein Dicker? Oder? Ja, hallo, 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 ich habe schon längst Rollen gedrückt, längst, und er schlägt trotzdem noch zu. Das, was ich meine, Mädchen, genau das meine ich, weißt du? Ich sehe halt, dass ich daneben springe. Drücke die ganze Zeit Rollen, aber in dem Q ist noch ein Schlag drin. Vom Runterfallen. Genau das meine ich. Gibt ja immer ein Item oben.
Was ist denn dieser Hinterhalttyp eigentlich? Kann ich den von hier aus sehen? Ohne dass der andere schießt? Ich brauche trotzdem immer noch Pfeile. Eigentlich müsste ich mal zurück. Echt mal Pfeile kaufen. Hab halt keine, das ist halt das Problem. Keiner droppt hier Pfeile, ey. Ich meine, es war cool zum Leveln hier, ja. Du kriegst halt wirklich gut Punkte, aber ich würde gerne auch mal wieder was anderes sehen. Wenigstens ihre Gamaschen droppen würden. Und den Kopf. Der sieht schon echt cool aus, der Kopf. Wenn sie dann droppen, natürlich. Vorausgesetzt, sie droppen den auch. So getroffen. Aber tatsächlich macht das Spiel Unterschiede. Ne? Ich habe mir mal so ein paar Videos angeguckt, wie Parryen und Blocken und so funktioniert. Ne? Und da macht das Spiel tatsächlich Unterschiede, ob du mit der Keule, sagen wir mal, mit der Spitze triffst oder halt mit der dicksten Stelle da. Oder ob du mit der kompletten Keule triffst oder nur mit dem mit dem Stiel sozusagen, ja. Ja, da macht das Spiel echt komplette Unterschiede. Wie viel Damage du denn machst und alles sowas.